Hallo, ich bin die Alexandra. Und ich bin die Heidro. Wir sind die Köpfe hinter Enzian kultiviert. Was man aus dem besonderen gelben Enzian in Galtür so macht, das zeigen wir euch jetzt. 2017 haben wir dann begonnen mit ein paar tausend Pflanzen und haben gesehen, dass es sehr gut funktioniert. Wir immer wieder diese wunderschönen Blumen und Blüten gesehen haben am Feld. Und da haben wir überlegt, warum ist es so, dass man aus dem eigentlich nichts macht. Gelbe Enzian ist, worüber wir uns ganz speziell freuen, einmal die Arzneipflanze des Jahres 2022. Wir wollen diese ganze Pflanze komplett in die Verwertung bringen. Wir möchten aus der Wurzel den Schnaps brennen und wir möchten aus den Blüten und Blättern Hautpflegeprodukte herstellen lassen. Direkt nach der Ernte zum Trockner. Dort wird es getrocknet, auf eine gewisse Feuchtigkeit heruntergetrocknet. Von da kommt es dann zum unserem Pharmaunternehmen. Dort wird dann nach Arzneimittelqualität das Extrakt hergestellt. Dieses kommt wieder nach Tirol zurück und bei unserem Hersteller des Vertrauens wird dann das jeweilige Produkt damit hergestellt. Man muss sehr mutig sein, das ist richtig. Und wir haben ganz am Anfang auch nicht gewusst, ob wir diesen Mut neben unseren normalen Arbeitstagen, ob wir diesen Mut aufbringen wollen und ob wir die Zeit finden. Wir bieten feste Seifenstücke an, wir haben eine hübsche Kugelseife, wir haben auch insbesondere für Tourismus kleine Gästeseifen hergestellt, aber sind auch feste Seifen. Dann haben wir eine Duschseife und eine Lotion. Die Rückmeldungen, die wir jetzt kriegen, die sind auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr wohlriechend und es ist fein auf der Haut und wir haben was da, das uns einfach selber extrem gut gefällt und auch vielen anderen super gefällt. Und das ist die Motivation. Wenn man was macht, das auch für andere eine super Sache ist, das treibt die dann an.